Was sind die Züge? Ah, die sind gar nicht rausgefahren. Och nee. So, der hat Verpackungen, liefert der an. Habe ich da noch kein Schiff dafür, für Verpackungen? Also kein einzelnes Schiff auf jeden Fall. Okay, na dann. Nee, so war das nicht gedacht. So, Verpackungen, gut. Du gehst mal ins Depot. Und stattdessen kommt dann noch ein zweiter rein. Hier sind da zwei im Depot. Achso, das war wahrscheinlich noch ein anderer, den ich eigentlich schon längst abreißen wollte. Dann ersetzen wir das hier so nach und nach durch die besseren Frachter, die mehr transportieren können. 93 Kisten. Ja, hier ist doch in dieser über dreieinhalbstündigen Marathonaufnahme, würde ich es mal nennen, da schon einiges hier gebaut worden. Hier gibt es natürlich noch ein bisschen Industrie und Wirtschaft, die man hier bedienen kann, aber wie gesagt, ich muss erstmal hier unten. Da muss es erstmal Gas gegeben werden, dass die hier mehr Zeug haben, dass vielleicht auch einfach mal hier die Wälder. Auch mal dauerhaft auf vierfache Produktion laufen. Oder ich muss es mit dem Heliport ja hinbringen, dass dann immer bloß einer mal gut, Fahrzeugteile, da könnte man auch schon ein zweites Schiff losschicken. Da immer so viel drin ist. Und wenn jetzt natürlich auch noch mehr Wolle und Fasern angeliefert werden. Hier hinten wäre noch Fasern. Ah, das werde ich dann sonst in einer der nächsten Aufnahmen vielleicht nochmal erweitern. Hier bräuchte ich dann wahrscheinlich auch mehr Züge, die die Fahrzeugteile dorthin liefern. Ist das der hier? Na gut, 590 Kisten, das würde passen. Das würde passen. Obwohl, na komm, ich riskiere es einfach mal. Ich baue hier einfach nochmal hin. Ich hoffe mal, dass die letzten 180 GB, die die Festplatte hat, frei hat, noch reichen. Was mich mal interessieren würde, ob man das nicht gleich direkt in einem kleineren Datei, mit OBS rendern kann, ob es da irgendwie eine Einstellung gibt. Das im Grunde genommen, naja, wie soll man sagen, das ist die 3,5 Stunden Aufnahme jetzt ja nie, was weiß ich, 2 TB groß ist. Sondern vielleicht bloß 2 GB, dass man das vielleicht gar nicht mehr groß rendern muss. Aber wahrscheinlich ist dann einfach die Prozessorlast zu groß. Am Ende. Ja komm, ich lasse die einfach hier so abzweigen und fertig. So, dann können wir hier nochmal Fasern abtransportieren. F wie Fasern. So, zack. Dann müssen wir dann bloß mal gucken, wie man das dann dort machen mit
Dings hin transportieren. So, Abfahrt. So, gucken wir mal. Da ist schon so viel Milch drin. Oh, Nahrungsmitteleskalation. Könnte man auch noch ein Schiff. Ach komm. Ich hau einfach hier raus. Wahrscheinlich müsste man dann generell. Könnte man. Also, das fährt gerade noch hin. So, noch ein Schiff losgeschickt. Ich glaube, ich muss noch 5 Minuten aufnehmen, damit das wirklich für 3... Oh, da unten ist ein Stau. Ach, ich bin auch wieder so ein Depp. Ihr habt das bestimmt in die Kommentare schon reingetüdelt. Achso, jetzt steht das Schiff dort im Weg. Witzigerweise. Achso, der... Hä? Ach, geil. Jetzt blockiert das die Schifffahrt. Oder was? Das ist ja lustig. Gleich mal hier ausbauen, dass die auch vorbei können. Das hatte ich ja auch noch nicht, dass das die dann blockiert. Das ist ja lustig. So, jetzt geht's hier weiter. Wann war die letzte Oben-TDD-Folge, die kommt? Am 12. Oktober, also in 4 Tagen. Das heißt, wenn ich da jetzt für 3 Wochen aufnehme, jetzt gerade, dann reicht das bis zum 2. November, glaube ich. Na gut, das ist in Ordnung. Das passt, würde ich sagen. Na gut, versuche ich nochmal die 4 Minuten, die ja noch fehlen, bei 150 GB frei. Das müsste, glaube ich, noch reichen. Ich muss wahrscheinlich rendern. Das zu rendern, das schaffe ich heute noch. Definitiv. Wenn es jetzt erst um 2 ist, ein Hochladen. Ja gut, das kann es dann immer so nach und nach. Nach und nach hochladen. Dank schnellerem Upload durch bessere Leitung ist das ja jetzt auch problemlos möglich. Mehr hochzuladen, beziehungsweise überhaupt schneller hochzuladen. So, haben wir nochmal mehr von den Zügen raus. So, der wäre jetzt... Ah ne, das ist das gleiche Schiff immer noch. Ja, ich sag immer, eigentlich wäre es cool, wenn die Schiffe schneller wären, aber auf der anderen Seite wäre das auch völlig unrealistisch. Hier ist es halt blöd, dass es auf einer Insel ist. Da könnte man zwar irgendwie einen Bahnhof hinbauen, und nach hier rüber überbrücken. Na gut, das würde ich... Ja, aber das ist dann wieder so... Weißt du, du baust einen Bahnhof, machst dir halbes Terraforming. Wobei hier oben für die Verpackungen wäre das eigentlich nicht schlecht. Aber wir lassen das einfach so und fertig. So, zum Abschluss, was sagt denn noch das Stadtverzeichnis? Die größte Stadt ist in Bern. Na, gefühlt immer noch. Dann haben wir Chur. Binningen. Kleinste Stadt ist Aachen. Was natürlich interessant... Ah, warte mal, man könnte natürlich ja noch...
eine Fähre bauen. Wenn man das möchte. Für den Schnellverkehr dort drüber, dann spare sich einen riesigen Umweg. Ja, das gleiche könnte man auch von Morden bauen, aber das ist eher so ein Kleinstadt-Förderungsding. Dann darf natürlich der Pendler zum Bahnhof nicht fehlen. Und man könnte ja hier noch eine Bushaltestelle hinstellen am Hotel. Obwohl, warte mal, ich glaube, das Hotel, das ist ja schon mit involviert, ne? Ja. Dann bauen wir das einfach hier ins Stadtzentrum rein, hier. Und lassen da mal so einen kleinen Bus hin und her fahren. Das können wir jetzt mal schnell machen. Dann nehmen wir natürlich den Standardbus. So, Passagiere sind ganz oben. Welcher war das jetzt immer gewesen? Der McMillian Leopard, glaube ich. So, fahre hierhin, fahre dahin, so. Das war jetzt hier die letzte. So, das haben wir hier natürlich hier das nicht gemacht. Passagiere, und das waren alles landwirtschaftliche Betriebsmittel. So, ja, genau, dann war das jetzt die letzte Amtshandlung hier in der Aufnahme, dieser 3 Stunden 45 langen Aufnahme. Und ja, Argen, ich würde sagen, weil das die kleinste Stadt ist. Kleinste Stadt kann sich aber 3 Wolkenkratzer leisten, genau mein Humor. Soll das irgendwie Schwanzvergleich sein oder so? Naja, egal. Weil Argen die kleinste Stadt ist, ist dann einfach auch die Verabschiedung von hier. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann wie immer abonnieren. Natürlich kostenlos einen Daumen nach oben oder nach unten dalassen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und gern auch einen Kommentar dalassen und die Glocke drücken. Ja, dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.